Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Vulkan-Tutorial-Reihe. In diesem Part wollen wir nun tatsächlich mal unsere Grafik-Pipeline erstellen und dann auch nutzen. Und dazu gehen wir zunächst mal hier wieder in unseren Ordner und erstellen uns erstmal in Vulkan-Base nochmal eine neue Datei. Die nenne ich jetzt einfach mal Vulkan-Pipeline, damit wir da entsprechend die Pipeline-Erstellung alles in die Datei auslagern können. Einmal hier erstellt, dann haben wir die. Und dann müssen wir natürlich erstmal wieder in die CMake-Datei, die habe ich hier schon offen, und das entsprechend hier hinten nochmal anfügen. Das heißt Source, Vulkan Base und dann Vulkan Pipeline.cpp. Einmal gespeichert, dann müssen wir natürlich hier CMake wieder neu ausführen, also hier einmal durchgehen und dann müsste das eigentlich funktionieren. Jawohl, das sieht gut aus. Da haben wir die neue Datei. Und da können wir auch direkt anfangen zu programmieren. Also, wir haben jetzt hier natürlich erstmal ganz normal Vulkan Base, was wir inkluden. Und dann müssen wir auch schon direkt anfangen. Im letzten Part hatten wir unsere Shader erstellt. Und jetzt in diesem Part müssen wir die erstmal mit Vulkan irgendwie laden. Das Ganze wird in einem VK Shader Module tatsächlich quasi gehandelt. Das heißt, das wollen wir erstmal erzeugen. Dazu hier einfach Create Shader Module und da braucht man natürlich einerseits den Kontext, den haben wir eigentlich immer drin, und dann zusätzlich haben wir noch ein File Name für unseren Shader, also das lädt jetzt erstmal nur einen einzigen, das heißt hier Shader File Name. So, hier gehen wir einfach mal hin, erstmal VK Shader Module Result, da wollen wir dann später das Result zurückgeben, Return Result können wir auch direkt schon schreiben, und jetzt was wir machen müssen ist erstmal einfach nur das die Shader-Datei zu lesen. Das heißt, wir machen das hier einfach mal ganz normal mit der C-File-API. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch zum Beispiel die C++-API nehmen oder was ganz eigenes. Aber wie gesagt, ich werde hier mitarbeiten. Und dann, das heißt, wir öffnen erstmal die Datei mit Shader-File-Name und hier in Read-Binary-Mode. Und dann schauen wir, okay, falls die Datei nicht vorhanden sein sollte, dann ist jetzt hier dieser Zeiger gleich 0. Dann können wir hier irgendwie einen Error ausgeben, Shader not found. Und dann können wir beispielsweise noch den Shader-File-Name angeben. Jetzt die Frage, wir geben hier immer ein Shader-Module zurück. In dem Fall ist es dann quasi leer. Das können wir eigentlich auch schon so lassen. Das heißt, wir können dann hier quasi ein leeres Shader-Modul zurückgeben. Wir werden es jetzt nicht explizit handeln. Wie gesagt, Fehlerbehandlung und so weiter soll uns hier so oder so noch nicht so sehr interessieren. Jetzt wollen wir erstmal hier uns mit Vulkan direkt beschäftigen und nicht überall Fehlerbehandlung einbauen. Deswegen erstmal hier. Wir wollen jetzt die größte Datei rausfinden. Dazu seeken wir ans Ende. Und dann können wir hier die File Size abfragen mit ftel. File, also ganz normal. Lesen hier quasi einmal das Ganze, die ganze Datei an. Dann gehen wir hier mit fseek wieder ganz nach vorne in der Datei. Und dann können wir hier beispielsweise asserten, dass unsere File Size quasi ein Multiple von 4 ist. Das heißt, was wir hier erwarten, ist, dass unsere Dateigröße quasi immer ein Vielfaches von 4 Byte sind. Das liegt einfach daran, dass ein SpurV-Command ist immer 4 Byte groß. Und dadurch können wir relativ simpel überprüfen, falls es eben nicht der Fall sein sollte, dann spricht das dafür, dass die Datei irgendwie nicht ganz valide ist. Denn wie gesagt, SpurV eigentlich immer 4 Byte pro Instruction. Dementsprechend sollte es, wie gesagt, ein Vielfaches von 4 sein. Überprüfen wir einfach nur ganz kurz, um irgendwelche simplen Fehler vielleicht ausschließen zu können. Und dann erstellen wir hier einen simplen Buffer. Wichtig ist, die File Size ist nichtsdestotrotz tatsächlich hier als, also gut, hier ist eigentlich logisch, dass die in Bytes eingegeben ist. Deswegen erstellen wir jetzt einen Buffer, der auch groß genug ist. Und dann wollen wir mit fread diesen Buffer einlesen. Das heißt, wenn wir Buffer, One, File Size und File, damit lesen wir jetzt eben die Datei in diesen Buffer rein. Und dann wollen wir tatsächlich unser Shader-Modul erstellen. Das ist die Shader-Modul Create Info. Und da haben wir hier VK Structure Type Shader Module Create Info. Da können wir jetzt beispielsweise, müssen wir einerseits die Code Size angeben. Hier tatsächlich wichtig, das müssen wir in Bytes angeben. Das heißt, wir können hier einfach direkt die File Size durchgeben. P-Code hingegen, das ist ganz interessant, deswegen finde ich es auch leicht verwirrend. Die Code Size ist in Byte angegeben. P-Code erwartet aber jetzt ein Zeiger auf uint 32. Wie gesagt, die SpurV-Commands sind immer quasi 4 Byte groß, deswegen 32 Bit.
Aber finde ich etwas merkwürdig, dass halt die Size sich auf Bytes bezieht, dass hier dann allerdings dennoch 32 Bit-Werte sind. Naja, das heißt, was wir machen, ist, wir casten einfach unseren Buffer zu 32 Bit. Ja, mit dem Assert haben wir auch mehr oder weniger sichergestellt, dass das auch valide sein sollte. Dann können wir entsprechend das Shader-Modul erstellen. Das heißt, hier einfach VK Create Shader Module aufgerufen. Und dann geben wir einerseits das Device an. Dann geben wir unsere Create-Info an. Dann geben wir wieder die Allocation-Callbacks, die sind natürlich wie immer 0. Und dann noch unser Result, das ist ja hier unser Shader-Modul. Hiermit haben wir jetzt das Shader-Modul erstellt. Wichtig ist, das kompiliert jetzt noch nicht wirklich irgendwas oder ähnliches. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass wir quasi den Speicher an Vulkan weitergeben. Dementsprechend können wir unseren Buffer hier dann auch, oder hier den Buffer, wieder löschen, sobald wir das Shader-Modul erstellt haben. Das heißt, wir können einfach hier hingehen und sagen Delete Buffer. Ja, dass wir entsprechend den Speicher auch wieder freigegeben haben und fclose auf dem File. Wäre natürlich auch noch ganz sinnvoll, dass wir das, die Datei auch wieder freigegeben haben. Dann haben wir jetzt das Shader-Modul. Damit können wir aber noch nicht so allzu viel anfangen, denn wir brauchen da noch einiges mehr. Und dann würde ich sagen, das lagern wir einfach mal ganz kurz aus. Dazu gehen wir mal hier ganz kurz in die in Vulkan Base und ich erstelle uns hier ein Struct Vulkan Pipeline. Denn wir wollen für jede Pipeline ein bisschen mehr speichern. Einerseits natürlich das Pipeline-Objekt, was wir gleich dann anlegen werden. Das ist hier die VK Pipeline. Aber zusätzlich wollen wir auch noch das VK Pipeline Layout abspeichern. Pipeline Layout. Das benötigt man später auch in einigen Commands, nachdem die Pipeline erstellt wurde. Wir werden es erstmal nicht mehr brauchen, eigentlich, nachdem wir die Pipeline erstellt haben. Nichtsdestotrotz wollen wir es hier zwischenspeichern, weil, wie gesagt, später werden wir das auf jeden Fall brauchen. Also haben wir hier dieses Objekt geschaffen und dann können wir wieder zurück in Vulkan Pipeline. Und hier können wir jetzt tatsächlich mal einen Call erstellen, Create Pipeline. Und der gibt entsprechend dann die Vulkan Pipeline zurück. Und hier braucht man natürlich zunächst mal wieder unseren Kontext, wie immer. Des Weiteren brauchen wir hier dann ein Vertex Shader Filename, ja, für unseren Vertex Shader. Zusätzlich brauchen wir noch ein Fragment Shader Filename für unser Fragment Shader File. Und dann brauchen wir zusätzlich auch noch einen Render Pass. Das werden wir gleich alles sehen, warum wir das brauchen. Und wir benötigen noch die Größe unserer Swap-Chain, das heißt, wir machen hier mal irgendwie, ja, oder besser gesagt, eigentlich die Größe, in die wir reinrendern wollen. Das heißt, das nehmen wir auch beides mal noch als Argument entgegen. Gut, dann können wir hier anfangen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen unsere Shader-Module. Das heißt, das ist einerseits das Vertex-Shader-Module. Und da machen wir einfach Create Shader Module und geben hier den Kontext und unseren Filename rein. Genau dasselbe machen wir mit dem Fragment Shader Module. Auch Create Shader Module mit dem Kontext und dem Fragment Shader Filename. Damit haben wir also schon die beiden Module. Das reicht allerdings noch nicht so ganz. Wie gesagt, diese Module sind eigentlich auch nur ein Buffer, der unseren Code beinhaltet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter sagen, was wir damit wirklich machen wollen. Und dazu müssen wir eine Pipeline Stage Create Info anlegen, beziehungsweise wir müssen das für jedes Modul, also für jede Stage anlegen. Deswegen haben wir hier gleich ein Array. Das sind jetzt erstmal zwei Stück, weil wir ja hier zwei Shader haben. Pipeline Shader Stage Create Info. Genau. Und da gehen wir also hin, Shader Stages, und die erste füllen wir erstmal aus. Das ist also hier auch wieder VK Structure Type Pipeline Shader Stage Create Info. Dann müssen wir angeben, was für eine Stage es wirklich ist. Hier haben wir natürlich einfach erstmal Shader Stage Vertex Bit für unseren Vertex Shader. Des Weiteren geben wir das Modul an. Das ist natürlich unser Vertex Shader Module. Und zu guter Letzt geben wir noch PName an. Das ist der Name unserer Hauptmethode. Also gerade nochmal ganz kurz reinschauen.
Gut, das ist der Fragment Shader, ist auch egal, weil die haben wir überall gleich benannt. Er wird in unserer Hauptmethode Main genannt. Da könnte man es also auch ändern, wenn man es anders nennen würde. Aber ja, für uns geben wir einfach Main an. Und genau dasselbe machen wir auch nochmal für unseren Fragment Shader. Das heißt, hier wechsle ich mal alles aus. Und dann müssen wir hier natürlich VK Shader Stage Fragment Bit angeben. Hier müssen wir unser Fragment Shader Modul angeben und Pname bleibt bei Main. Damit haben wir das schon mal geschafft. Das heißt, hier haben wir jetzt die Shader Stages. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns schon mal an, wie denn das Erstellen der Pipeline genau aussieht. Das heißt, wir haben hier ein VK Pipeline Objekt, das nenne ich auch einfach mal Pipeline. Und dann wird das hier erstellt. Dafür haben wir natürlich eine VK Pipeline Create Info. Und das ist natürlich auch wieder VK Structure Type Graphics Pipeline Create Info heißt es. Muss mich auch nochmal kurz ändern. So, und die müssen wir jetzt natürlich entsprechend komplett ausfüllen. Und dann am Schluss können wir hier VK Create Graphics Pipelines aufrufen. Also hier können wir auch theoretisch wieder mehrere anlegen. Auf einmal wollen uns natürlich nicht interessieren. Wir haben erstmal nur eine. Genau, hier ganz kurz, wir können hier einen Pipeline-Cache angeben, brauchen wir nicht. Dann müssen wir angeben, wie viele wir haben. Wir haben nur eine. Dann zeige auf die Create-Info, allocate, das können wir dann 0 lassen. Und dann zu guter Letzt noch zeige auf unsere Pipeline, die ausgefüllt werden soll. Die haben wir hier oben. Und jetzt können wir die Create-Info weiter ausfüllen. Was wir einerseits angeben müssen, ist der Stage-Count. Da machen wir einfach mal Array-Count von unseren Shader-Stages, was wir oben angelegt haben. Des Weiteren müssen wir natürlich dann die Stages tatsächlich hier auch angeben. Also hier in P-Stages. Und dann geht es jetzt hin. Jetzt müssen wir, wie gesagt, diese ganze Pipeline im Endeffekt beschreiben, was wir hier hatten. Da haben wir jetzt für fast alles von diesen Fixed-Function-Stages haben wir jetzt eben was wir angeben dürfen. Das heißt, zunächst mal haben wir hier eine P-Vertex-Input-State. Den müssen wir ausfüllen. Das können wir einfach schon mal hier Vertex-Input-State müssen wir natürlich dann gleich noch erstellen. Jetzt bereiten wir nur hier schon mal alles vor. Des Weiteren haben wir dann die Input Assembly State. Also auch hier Input Assembly State. Auch die müssen wir noch anlegen. Dann haben wir hier den P Viewport State. Auch hier wieder dasselbe. Viewport State. Und ja, ihr seht, wir müssen hier eine ganze Menge angeben. Als nächstes kommt der Rasterization State. Rasterization State. Dann kommt noch der Multi-Sample-State. Multi-Sample-State. Und zu guter Letzt der Color-Blend-State. Den nennen wir einfach mal Color-Blend-State. Dann geht es weiter. Zusätzlich müssen wir noch ein Layout angeben. Das ist unser Pipeline-Layout. Das brauchen wir also hier schon beim Erstellen der Pipeline. Das heißt, das müssen wir dann gleich davor noch erstellen. Dann benötigen wir unseren Render-Pass, den wir nutzen wollen, wenn wir die Pipeline nutzen. Das ist natürlich der Render-Pass, den wir oben hier als Parameter reingegeben haben. Hier ganz hinten, sieht man fast nicht mehr. Und dann müssen wir noch angeben, welchen Sub-Pass wir nutzen wollen. Da gehen wir einfach mal erstmal davon aus, dass wir immer nur einen einzigen und den allerersten Sub-Pass nutzen wollen. Also hier einfach 0. Wenn man jetzt in einem anderen Subpass das machen möchte, müsste man hier natürlich dann einen anderen Index angeben. Und das war's dann auch. Damit kann man dann die Pipeline erstellen. Jetzt heißt es also erstmal Pipeline Layout erstellen. Fangen wir damit mal an. Pipeline Layout. So, also auch hier wieder hingegangen. VK Pipeline Layout Create Info. Haben wir hier Structure Type. Pipeline kommt noch nicht. Layout Create Info, hier haben wir sie. Und die können wir tatsächlich erstmal leer lassen. Wenn wir später advancedere Shader benutzen, müssen wir hier noch viel mehr angeben. Im Moment reicht es aber tatsächlich, das hier einfach auf dem Default zu lassen und dann hier einfach Pipeline Layout, Create Pipeline Layout aufzurufen. Und dann hier das Device brauchen wir natürlich. Wir brauchen unsere Create-Info, ja, ihr kennt ja mittlerweile eigentlich den ganzen Spaß. Und dann hier zu guter Letzt unser Pipeline-Layout.
was wir anlegen wollen. Damit haben wir uns also schon mal um diesen Parameter gekümmert. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal von oben an, die einzelnen Sachen auszufüllen. Der Vertex Input State ist eben dann dafür da, wenn wir irgendwie Vertices von außen reinnehmen, aus irgendeinem Buffer oder so. In unserem Fall haben wir aber ja die Vertices direkt im Shader angegeben. Dementsprechend können wir das eigentlich auch mehr oder weniger ignorieren. Wir müssen es trotzdem angeben. Das heißt, wir machen ja VK Pipeline Vertex Input State Create Info. Das ist unser Vertex Input State. Aber wir können den tatsächlich auch wieder auf dem Standard-Ding lassen. Einfach nur Structure Type Pipeline Vertex Input State Create Info. Und das war's. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir keine Vertex-Daten von außen reinbekommen, können wir das hier einfach ansonsten außer dem S-Type auf 0 lassen. Und dann haben wir auch die Pipeline Input Assembly State Create Info. Das ist dann der Input Assembly State. Auch vom VK Structure Type Pipeline Input Assembly State Create Info. Ja, hier muss man leider sehr viel schreiben. Da kommt man nicht wirklich drum rum. Und hier müssen wir jetzt die Topology angeben. Der Rest können wir auch erstmal ignorieren. Aber die Topology gibt eben an, wie unsere Vertices später zu Dreiecken verbunden werden oder ob sie überhaupt zu Dreiecken verbunden werden. Denn man könnte rein theoretisch auch Punkte und Linien nur zeichnen. Das geht prinzipiell auch. Wir wollen natürlich Dreiecke zeichnen. Und da gibt es auch nochmal eine Option, wie man die zeichnen kann. Man kann beispielsweise sagen, dass man zuerst mal drei Punkte natürlich hat. Das hat man eigentlich immer. Aber dass man dann aus den letzten beiden Punkten und dann einem neuen Punkt beispielsweise immer ein Dreieck macht, werde ich vielleicht später mal nochmal genauer zeigen. Ich will mich jetzt hier nicht zu lange aufhalten. Deswegen gehen wir einfach Primitive Topology Triangle List an. Bisher haben wir ja tatsächlich auch nur ein einziges Dreieck. Dadurch ist die Topology für uns eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir geben irgendwas mit Triangle an. Triangle List ist allerdings das, was man fast immer nutzt. Das heißt einfach, dass wir immer drei aufeinanderfolgende Punkte zu einem Dreieck verbinden. Das heißt immer erster, zweiter und dritter Punkt, dann vierter, fünfter und sechster Punkt und so weiter. Also relativ simpel. Und das ist eben die Triangle List. Als nächstes haben wir unseren Viewport. Da müssen wir tatsächlich eine ganze Menge angeben. Da müssen wir nämlich im Endeffekt sagen, na, wie groß ist unser Viewport, wo wir reinschreiben wollen. Das sehen wir dann gleich, was wir alles angeben müssen. Erstmal natürlich wieder den Structure Type. Viewport State Create Info. Und hier müssen wir zunächst mal sagen, wie viele Viewports wir haben. In dem Fall nur einen einzigen. Dann müssen wir unseren VK-Viewport angeben. Das ist unser Viewport. Und hier müssen wir sagen, na, wie groß ist die Fläche quasi, in die wir reinrendern wollen. In unserem Fall ist es relativ simpel. Wir wollen natürlich bei 0,0 anfangen. Also wirklich quasi ja, ganz in der Ecke, dass wir wirklich den ganzen Bildschirm haben. Und dann wollen wir natürlich die Größe unserer Swap-Chain bzw. die Größe, die wir reinbekommen haben, nutzen. In unserem Fall ist es einfach das ganze Bild. Die ganze Swap-Chain, ne, das ganze, der ganze Bildschirm im Endeffekt. Beziehungsweise wir haben es im Moment im Fenster, dann natürlich einfach den ganzen Fensterinhalt. Ja, das haben wir einfach hier von 0,0 bis zur Größe. Dann passt das soweit. Dann können wir hier das jetzt angeben, P-Viewports. Ja, wir haben ja oben gesagt, dass wir nur einen einzigen haben. Das heißt, hier reicht es dann einfach nur, den Zeiger auf den Viewport anzugeben. Dann gibt es zusätzlich nochmal was, und zwar die Scissors, also Scheren im Endeffekt. Auch hier haben wir eine, denn damit kann man theoretisch den Bereich nochmal limitieren, wo reingerendert wird. Das sind im Endeffekt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu limitieren. Aber ich bin ganz ehrlich, man braucht das wirklich relativ selten. Wenn man beispielsweise eine Minimap oder sowas zeichnen will, dann kann man sowas beispielsweise nutzen, dass man halt wirklich nur in einem ganz kleinen Teilbereich des Bildschirms rendert. Aber in fast allen Fällen will man hier den ganzen Bildschirm nutzen. Von dem her werden wir uns hier nicht weiter mit beschäftigen zunächst einmal und werden hier einfach auch eine ganz simple Scissor angeben. Das ist vom Typ Rect2D, also ist nicht irgendwie Scissor oder so, sondern ja, wie gesagt, Rect2D. Wir können es aber Scissor nennen. Und auch hier machen wir nochmal genau dasselbe eigentlich, nur dass wir hier jetzt wieder zwei Structs ineinander haben. Das heißt, wir haben hier einerseits den Punkt 0,0 und da haben wir den Punkt Width und Height.
Und hier ist jetzt der Punkt, die Scissor wird tatsächlich hier, wenn wir mal reinschauen, als Int angegeben. Ja, hier haben wir zwei Ints und der Viewport, der nutzt tatsächlich Floats. Können wir auch mal kurz in den Typ reinschauen. Da haben wir hier entsprechend die. Es gibt ja auch noch mal die Tiefe. Die brauchen wir aber erstmal nicht, weil wir keinen Tiefenbuffer haben, keinen Depth-Buffer. Von dem her ist uns das erstmal egal. Die können wir auf 0 lassen, beide. Genau, Scissor. Und dann müssen wir hier die noch angeben. Scissor. So, damit haben wir also erstmal gesagt, in welchen Bereich wir überhaupt reinrendern wollen. Ja, muss man leider angeben, bisschen nervig, aber gut, jetzt haben wir das Ganze. Dann kommt als nächstes noch der Rasterization State. Da müssen wir zum Glück auch nicht viel angeben. Also, Rasterization State Create Info, Rasterization State. Und dann haben wir hier VK Structure Type Pipeline. Rasterization State Create Info. Es sind immer so wunderschön lang, diese Namen. Damit man hier nicht so schnell vorankommt. Also, was müssen wir hier angeben? Man kann hier theoretisch viel angeben, beispielsweise den Cull-Mode, falls dem irgendwen von euch schon mal was sagt. Brauchten wir alles erstmal noch nicht. Wir werden hier nur die Linienbreite angeben. Auch das brauchen wir streng genommen nicht. Für uns sind Linienbreiten völlig egal. Wenn wir jetzt hier oben nicht Triangles angegeben haben, sondern beispielsweise Lines, dann wäre es tatsächlich so, dass die Linienbreite dann wichtig wird. Es ist aber für uns, dadurch, dass wir Dreiecke haben, eigentlich egal. Der Validation Layer beschwert sich allerdings, wenn wir hier eine Line Width ungleich 1 haben, weil er dann sagt, oh, da müssen wir das quasi speziell requesten. Deswegen setzen wir es einfach auf 1. Im Endeffekt ist es eigentlich nur da, um den Validation Layer zu unterdrücken und das war's. Dann als nächstes haben wir die Multi-Sample State Create Info. Multi-Sampling ist auch eine Sache, die wir uns erst später ansehen. Das heißt, auch hier werden wir das eigentlich erstmal nur aufs Default stellen. Das heißt, zunächst mal wieder hier den S-Type ausfüllen. Pipeline Multi-Sample State Create Info. Und dann das Einzige, was wir hier angeben, ist, wir setzen den Sample. Rasterization Sample setzen wir auf VK Sample Count 1 Bit. Dass wir einfach sagen, wir haben ein einziges Sample pro Pixel, das ist quasi der Standard. Und dann zu guter Letzt, ja, wir haben es gleich geschafft, kommen hier die Color Blend Attachment States oder der eine State, wir haben nur einen Color Blend. Falls man mehrere Frame Buffer hat, in die man reinrendert, dann bräuchte man hier manchmal auch mehr, aber für uns natürlich auch erstmal nicht wichtig. Hier geben wir einerseits die Color Right Mask an. Das heißt, wir sagen hier, welche Color Channel sollen beschrieben werden. Und standardmäßig wollen wir natürlich alle beschreiben. Das heißt, wir geben hier einfach Color Component R an und ordnen das noch mit dem G. Dann noch mit dem B und dem A. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo vielleicht auch ein Makro gibt, was das irgendwie alles zusammenfasst oder so. Aber naja, jetzt haben wir es angegeben, dass wir hier alle haben wollen. Kann sein, dass man das vielleicht auch ein bisschen einfacher machen kann. Wir können hier Blend Enable setzen auf VK False. Müssen wir natürlich eigentlich nicht, denn naja, dadurch, dass wir hier das genutzt haben und hier haben wir irgendwie den Structure Type vergessen. Ah nee, den brauchen wir tatsächlich, glaube ich, nicht. Oder? Ja, genau. Das hat komischerweise keinen S-Type hier. Okay, haben wir nicht vergessen. Müssen wir tatsächlich gar nicht angeben. Aber wir clearen es hier auf 0. Das heißt, eigentlich VK False ist ja auch 0. Müssen wir das nicht angeben. Das macht ja quasi nichts, die Zeile. Aber ich habe es gerne schon mal da. Denn Blend ist was, das kann man, je nachdem will man das schon durchaus mal aktivieren oder deaktivieren. Und deswegen habe ich das ganz gerne hier schon mal angegeben, auch wenn wir es erstmal noch gar nicht nutzen. Und was wir jetzt entsprechend noch angeben, ist der Color Blend State. Create Info. Denn das war tatsächlich der Attachment State, den wir hier hatten. Genau, was wir jetzt nochmal angeben, ist das der Blend State an sich. Das heißt, Blend State Create Info, Color Blend State. Und der hat jetzt tatsächlich auch einen Structure Type. Und das ist dann Pipeline, Color Blend State Create Info. Und hier müssen wir eigentlich nur sagen, okay, wir haben ein Attachment. Und
und dann das Attachment an sich angeben. Das ist also hier oben der Color Blend Attachment. Ja, und wenn wir jetzt eben mehrere Framebuffer hätten, dann müssten wir hier dann auch mehrere Attachments angeben und dann für jedes Attachment wird man dann so ein Ding ausfüllen. Aber wir haben ja bisher nur einen einzigen Output, von dem her reicht das so, wie es jetzt ist. Okay, dann sollte hier unten jetzt eigentlich alles ausgefüllt sein. Die Pipeline ist also damit dann erstellt. Was wir jetzt tatsächlich machen können, nachdem die Pipeline erstellt wird, und das ist auch nochmal ganz kurz und wichtig zu erwähnen, die Pipeline, die wir erstellen, ist tatsächlich ein Immutable Object. Das heißt, die können wir danach, wenn sie erstellt wurde, nicht mehr ändern. Wir können sie nur noch löschen. Ja, aber ändern können wir daran erstmal nichts mehr. Hat aber auch den Vorteil, dass wir so eine Pipeline auch in mehreren Threads nutzen können. Also überhaupt kein Problem. Dadurch, dass sie quasi nur Immutable Data drin hat, ist es kein Problem, die auch in mehreren Threads gleichzeitig zu verwenden. Nur wenn wir sie natürlich löschen, das geht natürlich, dann dürfen wir das natürlich erstens nur aus einem Thread machen und zweitens müssen wir natürlich sicherstellen, dass kein anderer Thread mehr drauf zugreift. Nur für diejenigen, die vielleicht planen, irgendwann mal Multithreaded Rendering zu implementieren, werden wir uns hier vielleicht in der Tutorial-Reihe irgendwann auch mal anschauen, weiß ich noch nicht sicher, aber für den Moment, genau, nur um das schon mal erwähnt zu haben. Was wir aber tatsächlich machen können, nachdem die erstellt wurde, können wir unsere Shader-Modules auch wieder löschen. Die werden nämlich tatsächlich nicht mehr verwendet. Schreibt mal ganz kurz einen Kommentar, dass man weiß, dass es nicht irgendwie aus Versehen oder so ist. Ja, dass sie entsprechend hier destroyed. So, dass wir die entsprechend auch wieder löschen können, nachdem die Pipeline erstellt wurde. Also hier VK destroy Shader Module aufgerufen. Und dann geben wir hier entsprechend unser Device an, unser Vertex Shader Module und hier hinten wieder 0. Und genau dasselbe natürlich für unseren Fragment Shader Module. Und wir müssen natürlich auch noch unsere Pipeline zurückgeben. Die erstellen wir erstmal hier unser Result. Können wir dann return. Und hier müssen wir natürlich dann einmal die Pipeline ausfüllen. Das ist die Pipeline. Und dann noch unser Pipeline Layout. Und was wir gleich auch noch implementieren wollen, ist destroy Pipeline. Was natürlich den Kontext bekommt. Und unsere Pipeline. Ich gebe die jetzt einfach mal als Zeiger rein, es ist aber völlig Wurst. Und was wir hier machen müssen, wir sehen ja, hier haben wir einerseits ein Create, aber auch hier. Wir haben also sowohl das Layout natürlich created, als auch die Pipeline an sich. Dementsprechend müssen wir auch beides freigeben. Es müsste, glaube ich, egal sein, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wir könnten streng genommen, glaube ich, das Layout sogar hier schon wieder löschen, hier oben. Wie gesagt, hin und wieder braucht man es aber auch später noch. Deswegen, das zu löschen, ist eigentlich relativ dämlich. Also vorher zu löschen, wir wollen das erst hier löschen. Aber ich lösche gerne quasi in Reverse Order. Das heißt, wir haben ja die Pipeline hier quasi zuletzt erstellt. Dann zerstöre ich es gerne zuerst. Und das, was davor erstellt wurde, lösche ich erst später. Ja, kennt man ja vermutlich auch schon. Diese Art Ressourcen freizugeben, ist hier in dem Fall, wie gesagt, nicht wirklich nötig, soweit ich weiß. Aber es schadet sicher nicht, es so zu machen. Also hier Pipeline Layout, Kontext, Device, Pipeline und dann hier Pipeline Layout und 0. Damit ist es auch alles wieder gelöscht oder wir können es löschen. Hier müssen wir uns natürlich die beiden Methoden, die beiden Funktionen, sorry, noch in Vulkan Base einbauen. Das ist also einerseits die und dann ebenfalls die hier. Oh, das war falsch. Hier müssen wir hin. So, warum wir sich gerade, haben wir hier hinten Semikolon vergessen. Jawohl, deswegen beschwert er sich. Okay. Und jetzt wollen wir das Ganze noch nutzen, hier in unserer Main-Datei. Dazu gehen wir einfach erstmal hier hin, machen hier eine Vulkan Pipeline. Die nennen wir auch einfach mal nur Pipeline. Dann erstellen wir die. Wichtig ist natürlich, die braucht ja einen Render-Pass beim Anlegen. Das heißt, wir müssen es nach dem Erstellen des Render-Passes machen. Wann genau ist aber eigentlich Wurst. Ich mache es einfach mal hier.
ja, Renderpass haben wir hier oben erstellt, das heißt, der ist hier vorhanden. Und dann machen wir hier einfach mal Pipeline ist gleich Create Pipeline. Zunächst mal der Kontext, dann kommen unsere Shader. Da müssen wir, es wird normalerweise wird unser Programm im Bin-Verzeichnis ausgeführt. Und wenn wir mal ganz kurz schauen, ich kann es dir mal kurz hier zeigen. Ja, wenn wir im Bin sind, müssen wir ein Directory hoch und dann kommen wir hier in Shaders rein und dann haben wir hier die Shader. Das heißt, wir gehen ein Directory hoch, gehen in Shaders und gehen dann oder suchen dann erstmal unseren Vertex Shader. Das ist ja Triangle Vert. .spurv. Also es ist wichtig, dass wir hier diese SPV-Dateien laden und nicht die GLSL-Dateien. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, sonst funktioniert das nicht. Also Triangle, Frag, SPV. Sollten euch die Dateien nicht gefunden werden, einfach schauen, dass ihr sie hier richtig geschrieben habt, dass die Dateien richtig geschrieben sind, die ihr im Shader-Verzeichnis habt und dass ihr eventuell, ja, falls es in einem anderen Directory ausführt, müsst ihr natürlich hier eventuell das ein bisschen anpassen. Je nachdem, wo bei euch der Code ausgeführt wird, muss es natürlich hier ein bisschen angepasst werden. Da müsst ihr euch halt dann entsprechend ja, schauen, wie das bei euch ist und gegebenenfalls anpassen. Da geben wir noch den Renderpass an und hier als Breite geben wir einfach die Größe der Swap-Chain an. Ja, in die wollen wir später reinrendern, von dem her ist das sinnvoll, die Größe anzugeben. Damit haben wir die Pipeline erstellt, die ist dann schön hier drin und jetzt können wir sie noch nutzen, beziehungsweise wir können eigentlich erstmal anfangen und hier machen wir das mal hier, die noch löschen. Also, ups, nicht decay, einfach nur destroy pipeline, Kontext und dann ein Zeiger auf unsere Pipeline. So, aber jetzt wollen wir sie nutzen und das machen wir natürlich innerhalb unseres Renderpaths. Also ich bin jetzt hier in Render Application, hier hatten wir unseren Command Buffer, den wir hier beschreiben. Hier hatten wir unseren Render Pass begonnen, hier haben wir ihn auch wieder beendet und hier zwischendrin wollen wir das jetzt entsprechend nutzen. Was wir zunächst machen wollen, wenn wir eine machen müssen, wenn wir eine Pipeline nutzen wollen, ist, wir müssen sie binden. Das geht mit dem folgenden Command vkcmd bind pipeline. Und das ist auch so, wenn wir erstmal eine Pipeline gebunden haben, bleibt die auch gebunden, bis wir eine andere Pipeline binden. Das ist ein bisschen ähnlich vielleicht zu Sachen wie OpenGL, zu dieser State Machine. Aber genau, generell ist es so, man bindet die Pipeline, man rendert oder man gibt den Zeichenbefehl und danach, wenn man eine andere Pipeline braucht, dann bindet man die wieder und macht dann wieder einen neuen Renderbefehl. Genau, eigentlich recht simpel. Wir geben hier den Command Buffer an, dann noch den Pipeline Bind Point, das ist also hier Pipeline Bind Point und da gibt es eigentlich nur zwei Dinge. Es gibt Graphics und Compute, gut, es gibt theoretisch auch noch Ray Tracing, aber das soll uns auch erstmal noch nicht interessieren. Wir wollen natürlich Graphics angeben, klar, ist eine Graphics-Pipeline und dann noch die Pipeline an sich. Wichtig, wir brauchen natürlich die VK-Pipeline, das heißt, wir nehmen hier Pipeline.Pipeline, um auf die VK-Pipeline in unserer Pipeline zuzugreifen. Ja, das ist ein sehr interessanter Satz. So, und dann müssen wir jetzt unseren Zeichenbefehl tatsächlich geben. Das machen wir mit VK-CMD-Draw. Hier brauchen wir auch erstmal den Command-Buffer und dann müssen wir angeben, wie viele Vertices wir zeichnen wollen. In unserem Fall hatten wir ja 3 Vertices, deswegen geben wir 3 an. Dann müssen wir auch sagen, wie viele Instances. Man kann also das theoretisch mehrmals zeichnen oder mehrere Instanzen zeichnen. Sollen uns erstmal nicht interessieren, wir wollen nur eine einzige Instanz zeichnen, deswegen hier 1. Dann haben wir unseren ersten Vertex, das ist natürlich Index 0 und unsere erste Instance ist auch einfach Index 0. Und so haben wir unseren Zeichenbefehl. Ja, Command Buffer, 3 Vertices, eine Instance und beides Index 0. Und das sollte es gewesen sein. Jetzt können wir das Ganze mal starten und hoffen, dass es auch funktioniert. Und ja, da sehen wir unser Dreieck, unser gelbes. Ja. Sehr schick. Ging jetzt natürlich auch eine Weile, bis man das Ganze angegeben hat, bis man die ganze Pipeline angegeben hat, weil man halt wirklich jede von diesen blöden Stages irgendwie einstellen muss. Aber ja, jetzt haben wir endlich unser Resultat. Wir haben ein erstes Dreieck, was wir zeichnen. Und jetzt kann man natürlich auch hingehen und das ein bisschen mal ausprobieren und ein bisschen anpassen. Wir können also jetzt die Shader einfach nochmal öffnen. Den Fragment Shader haben wir hier noch. Den Vertex Shader muss ich, glaube ich, nochmal öffnen. So, machen wir die mal hier. So, und da sehen wir natürlich hier im Fragment Shader, genau, wir hatten hier Rot und Grün, da kommt dann entsprechend Gelb raus. Aber wir können ja die Farbe auch anpassen. Wir können beispielsweise hier nur Rot nehmen, können wir das hier nochmal ausführen und dann haben wir hier entsprechend ein rotes Dreieck. Ja, wir können das also schon relativ angenehm anpassen und
Video ist zwar schon recht lang, aber wir können eigentlich dennoch ein kleines Schmankerl einbauen. Und zwar, bisher haben wir hier ein einfarbiges Dreieck. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch, das Dreieck ein bisschen umzufärben. Und das funktioniert tatsächlich folgendermaßen, indem wir... Okay, wir haben ja noch ein kleines Problem. Moment, ich muss ganz kurz gucken. Was haben wir hier? Irgendwas vergessen. Pipeline-Layout has not been destroyed. Okay, das wundert mich jetzt, weil eigentlich hat man das auch extra gemacht. Wo ist denn da das Problem? Okay, müssen wir uns erstmal darum kurz kümmern. Pipeline-Layout. Ach so, wir haben hier vergessen, das zu setzen. Toll. So, jetzt soll das funktionieren. Genau, was wir machen können, ist, wir können den einzelnen Vertices hier auch noch Farben geben. Das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Das nenne ich Colors. Haben wir hier 3 Stück. Und in dem Fall lasse ich den Alpha-Kanal weg. Habe ich immer was? Ne, das sieht gut aus. Und dann können wir hier entsprechend verschiedene Farben setzen. Wir können einfach mal sagen, okay, wir machen hier 1, also das eine machen wir rot. Dann können wir das andere zum Beispiel grün machen. Und den letzten machen wir blau. So. Damit haben wir also jetzt hier ein Array für die Farben. Jetzt müssen wir die aber irgendwie natürlich noch aus dem Vertex Shader in den Fragment Shader rüberbringen. Denn Farben oder generell die Pixelfarbe ist natürlich was, um das sich der Fragment Shader kümmert. Da hat der Vertex Shader relativ wenig zu sagen. Was wir jetzt also machen müssen, ist das irgendwie rüberleiten. Und dazu nutzen wir wieder diese Layout Location Geschichte. Ah, Location 0. Jetzt haben wir hier Out, Weg 3 und das nennen wir jetzt einfach mal. Wir können zum Beispiel Vertex Color nennen. Und dann können wir hier drin Vertex Color einfach auf Colors an dem Index GL Vertex Index darauf setzen. Das heißt, wir geben das hier jetzt weiter. Wichtig ist, dass wir das hier wieder entgegennehmen. Das heißt, jetzt haben wir hier Layout Location, allerdings jetzt in. Ja, wir kommen jetzt was rein im Fragment Shader, und zwar die Vertex Color. Wir dürfen das hier an der Stelle tatsächlich auch anders nennen als im Vertex Shader. Die Namen sind hier tatsächlich irrelevant. Das sage ich deswegen explizit, weil in OpenGL, wenn man nicht diese Layout Location Geschichte nutzt, wird das tatsächlich anhand des Namens gematcht. Das ist hier nicht der Fall. Hier in Vulkan ist es immer über das Layout Location, und wenn es dieselbe Location hat und denselben Typ, dann ist es kein Problem, das ist egal, wie es genannt wird. Und jetzt können wir hier einfach hingehen und sagen, wir nehmen hier die Vertex Color. Das ist ein Vec 3, wir können so ein Vec 4 auch erzeugen, also ist kein Problem, wir erstellen hier ein Vec 4, indem wir ein Vec 3 nutzen und dann hinten dran noch einen Kanal hinzufügen. Das ist überhaupt kein Problem in GLSL. Damit soll das auch auch schon funktionieren, wenn wir das ausführen. Die Frage ist natürlich, was passiert hier genau, denn wir haben jetzt natürlich verschiedene Pixel. Und das sieht gerade irgendwie nicht so gut aus. Haben wir irgendeinen, ich glaube, wir haben irgendeinen Fehler. Das können wir relativ einfach überprüfen, indem wir hier in die Shader reingehen, hier unser Terminal öffnen und da einfach mal Compile-Exe aufrufen. Ja, okay, hier haben wir noch irgendwo ein Problem, so wie es aussieht. Nee. Compile.bat natürlich. Genau, okay, ein Semikolon fehlt noch irgendwo. Es ist ein bisschen unpraktisch, dass es hier in Visual Studio nicht angezeigt wird. Ich glaube, irgendwo müsste es auch stehen, wenn man richtig sucht. Aber es ist ein bisschen ätzend, dass das nicht geht. Ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, selbst mal suchen. Irgendwo stand es. Ich habe es irgendwann mal gefunden. Aber zur Not, wie gesagt, einfach im Terminal ausführen, dann sieht man das. Und hier sehen wir, okay, expected write parent or comma in Zeile 12 in unserem Vertex Shader. Gehen wir also hin, Zeile 12. Und ja, okay, hier habe ich aus Versehen, ja, lassen wir einfach mal komplett weg. Habe ich aus Versehen Semikolon, da soll natürlich keins hin. Und jetzt testen wir das nochmal. Sieht immer noch nicht so viel besser aus. Spricht dafür, dass es immer noch nicht geht. Doch eigentlich sieht es gut aus. Okay, jetzt geht es. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich habe gerade einfach ein Rebuild von dem Projekt gemacht. Jetzt geht es plötzlich. Ja, ich wünschte, ich wüsste, was da jetzt das Problem war, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also ich hoffe, falls ihr selbst irgendwie Probleme in der Art habt, versucht es mit einem Rebuild. Könnte helfen.
Naja, jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Und wir sehen hier unser schickes Dreieck. Ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, die Frage ist natürlich, wir geben hier eine Farbe im Vertex Shader pro Vertex an. Ja, aber hier im Fragment Shader kriegen wir es wieder rein und das wird ja irgendwie pro Pixel aufgerufen. Was passiert also zwischendrin? Und die Antwort darauf ist, dass einfach die Werte, die wir angeben, standardmäßig, man kann es theoretisch auch anders machen, aber standardmäßig werden die immer interpoliert zwischen den Punkten. Ja, das heißt, hier hat man den roten Punkt, das ist der grüne Punkt, das ist der blaue Punkt und alle Pixel dazwischen werden interpoliert, je nachdem, wie nah der Pixel an den einzelnen Vertices ist. Ja, also ein Pixel hier oben beispielsweise ist natürlich sehr nah am roten Punkt, deswegen ist der größte Einfluss hier natürlich der rote Punkt. Logisch. Hier unten dasselbe Spiel mit blau, da natürlich grün und hier in der Mitte haben wir dann einfach alle drei Seiten zum gleichen Teil mit vertreten und damit haben wir hier tatsächlich ein Grau, müsste das rein theoretisch sein. Ich glaube, könnte ungefähr hinkommen. Ja, aber so haben wir tatsächlich schon ein buntes Dreieck mit sehr vielen verschiedenen Farben. Das ist also wirklich schon sehr, sehr schick und ja, auch eine sehr schöne Demonstration dafür, dass eben, wie gesagt, hier standardmäßig immer interpoliert wird. Also wenn wir irgendwelche Daten im Vertex-Shader haben, die wir dann weitergeben an den Fragment-Shader, werden die immer interpoliert zwischen den Punkten. Genau, und mit diesem wirklich schicken Dreieck würde ich auch den Part für diesmal belassen. Ja, wir haben jetzt unser erstes Dreieck. Wir haben jetzt also wirklich schon mal Vertices, die wir irgendwie rendern. Wir haben eine Grafik-Pipeline. Wir haben jetzt also wirklich, man könnte sagen, das ist jetzt wirklich die Hello-World-Anwendung für Vulkan. Ja, das ist unser erstes Dreieck. Da könnt ihr euch jetzt schon wirklich auf die Schulter klopfen. Das ist schon ein Accomplishment. Ging ja auch lang genug, bis wir jetzt endlich mal ein Dreieck haben. Und wir haben jetzt wirklich so die allerwichtigsten Grundlagen geschafft. Im nächsten Part wird es noch um Synchronisation kümmern. Das ist auch nochmal wichtig, denn bisher läuft die Anwendung noch nicht unbedingt so schnell, wie sie laufen könnte. Da müssen wir also auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen nachlegen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon mal. Wir sehen was, es funktioniert alles, der Validation Layer regt sich auch nicht auf, wie man sieht. Also alles bestens. Und dann geht's im nächsten Part entsprechend weiter. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Falls auch noch irgendwelche Fragen offen sind, gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, dass ich sie beantworte, entweder in den Kommentaren direkt oder in einem zukünftigen Part. Und dann wünsche ich nur noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Part und ciao.